Mit Natur als Vorbild haben wir in unserem Projekt DEPECO die direkte, effiziente photoelektrokatalytische CO2-Reduktion zum Ziel gehabt, einen sogenannten künstlichen Blatt. Gemeinsam mit unseren US-amerikanischen Partnern konnten wir zwei verschiedene Zellarchitekturen direkte CO2-Reduktion mit über 5% über 4 Stunden stabil demonstrieren. Die 5% ist der Anfang. Natürlich, es gibt viel Platz zu verbessern, aber wir sind stolz von diesem Ergebnis. Es gibt noch viel zu tun. Nur einige Punkte zu nennen. Unser Fokus liegt jetzt auf Steigerung der Effizienz, aber auch die Stabilität sowie Weiterentwicklung von Katalysatoren und innovativen in situ und operando Messmethoden. Und auch anschließend planen wir, all dies in großem Maßstab in ein Bauteil zu integrieren und zu testen.